18. Lehrrede der mittleren Sammlung. Der süße Bissen. Der wird uns also heute und morgen beschäftigen. Man kann sagen, dass diese Lehrrede eine der wichtigsten der mittleren Sammlung ist und auch des gesamten Kanon. Denn in dieser Lehrrede wird eine tiefe, tiefe Analyse der menschlichen Existenz und der Existenz überhaupt geliefert. Und damit hat diese Belehrung auch einen enormen praktischen Bezug. Sie hat eine riesen Sprengkraft, wenn man das sich näher anguckt. Ich würde sagen, wir haben hier den archimedischen Punkt. Wenn man den sieht und erkennt, kann man an dieser Stelle die Welt aus den Angeln nehmen. Das Problem ist nur, man kann diese Lehrrede nicht so einfach verstehen. Man kann sie nicht einfach inhalieren und dann hat man sie zur Verfügung. Um ihr näher zu kommen, ist eine ziemlich starke innere Beruhigung und Stille notwendig. Und das bedeutet jetzt nicht nur, dass man das Fernsehgerät mal ausschaltet oder das Handy mal weglegt, sondern es reicht im Grunde viel tiefer. Man muss schon eine ziemliche Distanz zu den Banalitäten dieses Lebens überhaupt haben. Man muss schon mal ein Gespür haben für eine andere Dimension der Existenz. Man muss eine andere Sehnsucht haben dahin. Oder muss eine Sehnsucht haben zu dieser Dimension. Nun fürchte ich, dass wir alle diese Voraussetzungen nicht in dem Maße haben, wie sie wünschenswert wäre. Aber trotzdem, wir haben eine innere Nähe. Denn hätten wir sie nicht, würden wir uns gar nicht mit dieser Lehrrede beschäftigen oder beschäftigen wollen. Und hätten wir diese innere Nähe überhaupt nicht, dann würde diese Lehrrede auch nie in unserem Leben auftauchen. Dann wäre die wie nicht da. Soll heißen, wir machen einfach den Versuch, wohl wissend, dass ein Durchgang nicht genügt, dass wir immer wieder im Laufe der nächsten Zeit daran gehen müssen, entweder die Lehrrede selbst anschauen oder punktuell das eine oder andere uns näher betrachten. Zur Grundlage, wovon gehe ich aus? Ich habe ausgewählt als Übersetzung die jüngste, die neueste des buddhistischen Seminars. Da haben wir auf der einen Seite eine aktuelle, eine neue Übersetzung, zugleich aber auch eine gute Übersetzung. Und eine, die an den Stellen schon Kürzungen vornimmt, wo das für uns angebracht ist, weil das Original an vielen Stellen einiges nochmal völlig wiederholt, was den Fortgang hier ein bisschen hemmt. Ihr werdet aber auch merken, dass ich andere Übersetzungen noch heranziehe. An den einzelnen Stellen werdet ihr auch merken, warum das der Fall ist. Und ihr wisst ja auch, dass ich an vielen Punkten auch mal das Pali mir genauer angucke, weil es gerade bei dieser Lehrrede von entscheidender Wirklichkeit ist. In einer ersten Runde, ich sage ersten Runde, will ich diese Lehrrede mal von Anfang bis Ende besprechen. Das heißt vom ersten Satz bis zum letzten Satz und da, wo mir was einfällt, eben die entsprechenden Kommentare zu geben. Und ich variiere, wie gesagt, jeweils die Übersetzung, dass man auch die unterschiedlichen inhaltlichen Nuancen mitbekommt. So, zur Lehrrede selbst. So habe ich es vernommen. Zu einer Zeit weilte der Erhabene im Lande der Sakya bei Kapilavatthu im Park der Feigenbäume. Da erhob sich der Erhabene in der Morgenfrühe, nahm die äußere Robe und Almosenschale und ging nach der Stadt um Almosenspeise. Als der Erhabene von Haus zu Haus tretend Almosen erhalten hatte, kehrte er zurück, nahm das Mahl ein und begab sich in den großen Wald für den Tag. Im Inneren des großen Waldes setzte sich der Erhabene unter eine Gruppe von Zitronenapfelbäumen, um hier bis gegen Abend, bis gegen Sonnenuntergang zu verweilen. Das ist die Ausgangssituation, wie wir sie oft in den Lehrreden erfahren. Wir hören erst einmal, wo das Ganze stattfindet, haben ein bisschen atmosphärischen Hintergrund und werden so auch vorbereitet auf das, was dann inhaltlich passiert.
Hier ist die Stadt Kapilavatu genannt. Vielleicht erinnert ihr euch, dass das die Hauptstadt des damaligen Königreiches der Sakya war. Also die Stadt, in der der Buddha nicht geboren, aber seine Jugend erlebt hat und bis zum Auszug in die Hauslosigkeit auch gelebt hat. Und da heißt es, diese Szene spielt im Park der Feigenbäume. Und wer eine parallele Übersetzung gelesen hat, mag mitbekommen haben, dass es an einer Stelle heißt, in Nikrodas Park. Tatsächlich steht in Pali Nikroda, und das hat zwei Bedeutungen. Einmal richtig übersetzt, Nikroda ist ein Feigenbaum, und dieser Park ist der Park der Feigenbäume. Nur muss man wissen, dass Nikroda auch ein Eigenname ist. Und in dem Fall ist es nicht der Park der Feigenbäume, sondern der Park des Nikroda, der diesen Park gestiftet hat, nämlich als der Buddha das erste Mal nach seinem Erwachen seine Heimatstadt wieder besucht hat. Da ist ihm zu Ehren dieser Park gestiftet worden. Das ist jetzt nicht wirklich wichtig, diese Nuance. Ich habe das nur trotzdem mal gesagt, um zu zeigen, dass Übersetzungen nicht wirklich unwichtig ist. Und selbst in Pali muss man den Hintergrund verstehen, um die Details auch besser einordnen zu können. Und an späteren Punkten wird es noch wichtiger als hier bei der Geografie sozusagen. Nun, da heißt es, ist der Buddha morgens nach dem Aufstehen oder sich fertig gemacht und am frühen Mittag ist er in die Stadt gegangen, um Almosen zu suchen, hat er gefunden, ist zurückgegangen, hat sein Mittagessen genommen und ist dann in den großen Wald gegangen, um da den Nachmittag zu verbringen. Das war damals üblich, dass man nach dem Mittagessen sich zurückgezogen hat, um in Stille der Meditation nachzugehen, über bestimmte Dinge nachzudenken, einfach in der Ruhe seine Arbeit zu machen. Der Buddha ist ja als Mönch sozusagen auch einer, der immer noch diesem Rhythmus nachgeht. Auffällig ist wie immer die Naturnähe. Ja, also der Buddha sucht bewusst auch stille Orte auf, da wo nicht irgendwelche äußerer Tumult und Lärm ist, sondern wo die äußere Situation schon geeignet ist, dass man in sich gehen kann, dass man sich von der Welt zurückziehen kann und mehr bei sich ist. Dandapani, ein Sakya-Prinz, ging Lustwandel dahin und dorthin und kam in den großen Wald. Im Inneren des großen Waldes gelangte er zur Gruppe der Zitronenapfelbäume, zum Erhabenen. Dort wechselte er mit dem Erhabenen höfliche, freundliche Begrüßungsworte und stellte sich auf seinen Spazierstock gestützt zur Seite hin. Also jetzt kommt Bewegung ins Spiel. Ja. Er ist zunächst für sich allein und da kommt nun Dandapani, von dem es heißt, ein Sakya-Prinz. Es ist ein Sakya-Prinz, aber das steht gar nicht im Text drin. Da steht nur, da kam ein Sakya. Ja? Und das klingt so ein bisschen anonym. Dabei weiß man ziemlich genau, wer dieser Dandapani ist. Das ist nämlich ein Onkel von dem Buddha. Es gab damals diese große Königsfamilie, diesen Clan der Gotamas. Und er war gespalten in zwei Abteilungen, in zwei Linien. Die einen lebten in Kapilavatu, in der Hauptstadt. Da war der Buddhas Vater auch der König. Und der andere Seitenstrang lebte in Devadaha. Und dort lebte auch der Onkel des Buddha. Also es waren Onkel mütterlicherseits. Sprich, der Bruder von der Mutter bzw. der Stiefmutter Mahapachapati. Warum, das werdet ihr gleich sehen, warum ich das so erwähne. Und Dandapani heißt übrigens, wenn man es wörtlich übersetzt, Stockhand. Also einer, der einen Stock in der Hand hat, und das scheint eher so ein Spitzname zu sein, weil es von ihm hieß, er ist immer mit einem vergoldeten Spazierstock unterwegs. Und das würde passen zu der Szene, die da geschildert wird, der geht nur Lustwandel durch den Wald. Und da passiert etwas, was ja in den Lehrreden öfter passiert,
Da treffen nun zwei Welten aufeinander. Im wahrsten Sinne des Wortes treffen zwei Welten aufeinander. Da ist der Weltmensch Dandapani, der, früher sagt man, lustwandelt, ja, durch die Gegend gegangen ist. Was gibt's hier zu sehen? Mit wem kann man hier mal sprechen? Was ist da los? Ja? Und auf der anderen Seite der Buddha, der für sich sitzt, der meditieren will, sozusagen eine eher weltabgewandelte Position hat. Und es scheint, dass das äußerlich gesehen eine Zufallsbegegnung ist, denn dieser Dandapani geht ja nicht in den Wald, weil er gehört hat, ach, der Buddha soll da sein, da gehe ich mal hin, da kann ich mal mit dem Gespräch führen, sondern der trifft ihn auf seinem Weg, weil er da nur gerade sitzt. So, und er spricht den Buddha an. Er sprach zum Erhabenen, was bekennt und verkündet der Asket? Mir kommt er so ein bisschen so arrogant vor. Also habe ich den Eindruck, so eine Szene von oben herab. Nicht? Ich bin ja aus dem Königshaus und komme da hin. Hey, was machst denn du da? Erzähl mal so ungefähr. Also was bekennt der dann? Die Ansprache ist schon ein bisschen merkwürdig, finde ich. Denn es ist ja der Onkel. Und er sagt ja nicht, ach, da ist ja mein Navi, das ist aber schön, dass ich dich mal treffe, können wir uns mal unterhalten. Sondern er sagt, was macht, was bekennt der Asket? Und er erkennt ihn auch gar nicht als den Buddha an, nicht? Obwohl er als Onkel natürlich wissen müsste, was das für eine Person ist. Sondern er sagt so, ach, auch einer der Asketen, nun haben wir ja genug davon, ne? Was bekennst du denn? Sag mir mal. Lass mir mal erzählen, was du so im Kopf hast, so ungefähr. Klammeranmerkung, ich habe mal den Fritz über M18 reden hören und der hat dann der Panik ganz anders eingeschätzt, nicht? Der hat ihn irgendwie sehr gelobt. So unterschiedlich kann man das sehen. Und der Buddha antwortet, die Frage ist, um was geht's denn eigentlich in deiner Lehre? Buddha antwortet, ich sage, dass der Bekenner in der Welt mit ihren bösen und reinen Geistern, mit den Schulen der Asketen und Priester, der Geister und Menschen, durch nichts in der Welt in seinem Frieden gestört werden kann und dass in den von allen Begierden abgelöst Verweilenden, Reinen, der kein Fragen mehr kennt, der alle Unruhe abgetan hat, der weder nach Dasein noch nach Nichtsein verlangt, die Wahrnehmungen nicht mehr eindringen. Das bekenne und verkünde ich. Was man nicht mitkriegt, in den meisten Übersetzungen, nur Neumann hat es, dass der Buddha antwortet, Avusu, er spricht seinen Onkel mit Avusu an. Das heißt Freund, und wird normalerweise gebraucht im Orden selbst, wo die Mönche sich sozusagen freundschaftlich mit Avusa, mit Freund ansprechen. Ihr merkt da auch schon ein bisschen die Differenz zwischen den beiden. Der eine sagt, du Asket, und der andere antwortet, Freund. Ja? Bruder, kann man auch sagen. Aber das Entscheidende ist, was der Buddha nun antwortet. Denn Dandapani fragt, was bekennst du? Sprich, was ist der Inhalt deiner Lehre? Was ist die Hauptbotschaft? Denn man muss wissen, in der damaligen Zeit, das war eine spirituell sehr aufgeladene Epoche, da gab es unglaublich viele philosophische, religiöse Schulen, viele Lehrer und Lehrerinnen, die alle möglichen Weltanschauungen, alle möglichen Doktrinen verbreitet haben. Und vor allem, wie sich das natürlich gehört, immer sich widersprechend. Die einen haben gesagt, Leute, Dana geben, Großzügigkeit ist wichtig. Und dann haben sich die anderen gemeldet und haben gesagt, kein Quatsch, braucht man alles nicht zu machen, bringt ohnehin nichts. Da gab es eine andere Truppe, die sehr auf ethisches Verhalten gebaut hat. Die sagt dann, Leute, es gibt sowas wie Ursache, Wirkung, karmisches Gesetz, achtet drauf. Und die Nächsten haben gesagt, was ist ein Blödsinn. Menschliches Verhalten hat gar keine ethische Wirkung. Könnt ihr im Grunde alles vergessen.
Die Nächsten haben gesagt, dieses Leben endet nicht mit dem Tod, sondern es geht weiter. Ihr könnt ganz sicher mit Fortexistenz und Wiedergeburt rechnen. Und der Nächste sagt, guckt uns doch an, wir sind materielle Gebilde. Wenn das im Tod zu Ende geht, dieser Körper auseinanderfällt, dann geht's Licht aus und geht nicht mehr an. Die nächste Truppe, die noch ein bisschen höher gestiegen ist in der Weltanschauung, sagte, es ist möglich, diese sinnliche Wahrnehmung, in der wir quasi gefangen sind, zu übersteigen. Es gibt Lebensmöglichkeiten jenseits der sinnlichen Erfahrung. Das nennen wir Mystik. Das Übersteigen der Sinnlichkeit. Und wieder gab es andere, ist völlig logisch, wie in der Politik, die genau das Gegenteil behauptet haben. Der Mensch nimmt immer wahr, und wenn er nicht wahrnimmt, denkt er zumindest immer, und denken kannst du nie abschalten, also kommst aus der Tretmühle nicht raus. Und das auf die spätere Lehre des Buddha bezogen, antwortet er, obwohl er ja schon ein Erwachter ist, obwohl er ja schon lehrt, antwortet er nicht mit irgendeiner seiner fundamentalen Lehren, die er sonst verbreitet, Dana, Sila, Sagga, Nikamma oder die vier Wahrheiten, sprich Geben, ethisches Verhalten, himmlische Existenz, mystische Erfahrung oder die vier heilenden Wahrheiten, also die Kernbotschaft, die er immer verbreitet, sondern davon erwähnt er nichts, sondern er sagt etwas ganz anderes und das wiederhole ich nochmal, weil das ja sehr zentral ist für die ganze Lehrrede. Und für jemanden, der das erste Mal hört, eigentlich ein kryptischer Satz ist. Wenn man das unbedarft hört, ist das kryptisch. Er sagt nämlich, ein bisschen verkürzt, ich sage, dass der Bekenner durch nichts in der Welt in seinem Frieden gestört werden kann und dass in den von allen Begierden abgelöst Verweilenden die Wahrnehmungen nicht mehr eindringen. Nochmal, er sagt nichts über Inhalte seiner Lehre, er macht keine Sachaussagen, sondern er sagt, was passiert, wenn man diese Lehre akzeptiert, wenn man sie zu eigen macht und wenn man nach ihr praktiziert. Er spricht also das Ergebnis an dessen, was aus dieser spirituellen Praxis hervorgeht, und er beschreibt die Eigenschaften, die man hat, wenn man diesen Prozess Anführungsstriche erfolgreich beendet hat. Und das lohnt sich jetzt nochmal genauer hinzugucken, weil das ja sozusagen die Weichenstellung ist für all das, was im Folgenden kommt. Also welche Eigenschaften erwirbt man sich, wenn man, ich sage es platt, Buddhist ist und diesen Weg zu Ende geht? Da heißt es in unserer Übersetzung zunächst, der kann durch nichts in der Welt in seinem Frieden gestört werden. Variante Neumann, er kann durch nichts in der Welt außer Fassung geraten. Fritz, er kann durch nichts in der Welt aus der Ruhe gebracht werden. Und Kai, das ist jemand, also es ist eine Lehre, nach der man mit niemandem in der Welt streitet. Da merkt er schon ein bisschen eine andere Verständnisweise. Aber das, was allen gemeinsam ist, dass man im Ergebnis zu einem Zustand kommt, wo man weder mit dem Außen in Trouble ist, noch mit sich selbst in Trouble ist, sondern wo das Innere ausgeglichen ist, wo man in völliger Harmonie ist, wo man nicht irritiert wird. Das ist allen gemeinschaftlich. Die nächste Eigenschaft ist, dass man von allen Begierden abgelöst ist, beziehungsweise, dass man Wunsch entwunden verweilt oder dass man vom Joch der Wünsche gelöst ist, beziehungsweise, dass man jemand ist, der ohne Bindung an Sinnesvergnügen ist. Und das beschreibt einen Zustand, der uns ja völlig fremd ist. Vielleicht theoretisch kennen wir den, aber praktisch ist es ein Status, der uns fremd ist.
Hier wird nämlich gesagt, wer diesen Weg zu Ende geht, kommt an einen Punkt, wo er gar keine Erwartungen mehr hat in irgendeiner Hinsicht an das Draußen. Er wird nicht mehr irgendwas an Erfüllung, an Freude, an Sehnsucht in dieser Welt erfüllt haben wollen, sondern hat einen Status der inneren Autonomie. Er ist autark der Welt gegenüber. Dann wird gesagt, dass das ein Reiner ist. Oder in anderen Übersetzungen, das ist ein Heiliger, das ist der Höchste oder das ist ein Brahmane. Das kann man leicht verwechseln, weil man denkt, das ist dann einer der Hindu-Kaste. Wie kann man das hier verstehen? Aber der Buddha gebraucht dieses Wort Brahmane immer auch mal, um zu zeigen, da ist jemand, der den höchsten Stand menschlicher Entwicklung angeht. Wobei man dann gar nicht mehr von menschlicher Entwicklung reden kann, weil es längst schon ein Status ist, der über das Menschliche weit hinausgegangen ist. Also wenn hier von Brahmane geredet wird oder von einem Reinen, ist gemeint, dass das jemand ist, der auf diesem Entwicklungsweg den höchsten Punkt erreichen kann, den man überhaupt, nein, den höchsten Punkt erreicht hat, so muss ich sagen, den man überhaupt erreichen kann. Die nächste Eigenschaft, das ist jemand, der kein Fragen mehr kennt. Das ist jetzt die geistige Seite. Das ist jemand, der mit sich klar ist, der orientiert ist über die Gesetzmäßigkeit der Welt, der nicht wie wir uns dauernd wundern, dass etwas passiert, was wir nicht verstehen, wo wir nicht wissen, wo es herkommt und warum das überhaupt da ist. Das ist jemand, der die Existenz so tief durchschaut hat, dass diese Fragen für ihn gelöst sind. Der Zweifel, Unsicherheit einfach beiseite gelassen hat und klar orientiert ist über diese Existenz. Eine weitere Eigenschaft wird genannt als derjenige, der alle Unruhe abgetan hat. Neumann sagt, der Unmut vertilgt hat. Das ist ein bisschen eine Abweichung. Der von innerer Unruhe abgelöst ist, beziehungsweise des Kummers entledigt. Das ist ja auch etwas, was hier beschrieben ist, was man sich so wünschen möchte, dass man mit sich im Einklang ist, ja, dass man nicht in einer emotionalen Situation ist, die einfach schmerzlich ist, wo man das Gefühl hat, diese Situation müsste sich einfach ändern. Und selbst wenn das aus der eigenen Situation herauskommt, dass man Gewissensbisse hat in Bezug auf das, was man tut, weil man eigentlich andere Vorstellungen hat, es besser weiß, aber doch nicht richtig kann, dass man Reue und Skrupel hat in Bezug auf seine eigene Lebensführung. Da ist jemand, der so abgeklärt ist, dass kein innerer Widerspruch mehr besteht, dass die Person eine Einheit ist, und nicht wie Goethe mindestens zwei Seelen in der Brust hin und her wabern, wobei das in der Regel praktisch ja nicht nur zwei sind. Da wären wir ja froh, wenn es nur zwei wären, sondern es sind ja viele, viele mehr. So, und das ist ein Zustand, wo das sich innerlich geglättet hat, wo das nicht mehr da ist. Und der fast weitreichendste Punkt ist, dass da jemand ist, der weder nach Dasein noch nicht Dasein verlangt. Das haben fast alle gleich. Die befreit sind von Durst nach Dasein, Durst nach Nicht-Dasein. Frei von Begehren nach jeder Art von Dasein. Das liest sich relativ leicht, aber es ist wirklich eine schwere Sache. Wenn wir überlegen, dann denken wir immer fast automatisch, wie kann man es hinkriegen, dass unser Leben besser wird. Und selbst wenn wir nur auf das menschliche Leben uns konzentrieren, fragen wir uns, wie können wir aus der Situation A, die nicht ganz gut ist, zur Situation B kommen, die besser ist. Das ist eine Grundintention, die in jedem Wesen ist. Und wer ein bisschen weiter denkt, der denkt dann, was passiert nach diesem Leben? Ja, ich will es gut haben jetzt, aber ich will es auch jenseits des Todes gut haben. Ich will mindestens in den Himmel XY kommen. Ich will also mein Leben tendenziell langfristig verbessern. Und wer ganz weit denkt, der mag dahin kommen, dass er an die brahmische Existenzweise denkt oder an die Existenzweise der reinen Gottheiten, also Formen des
erlebens, die wir uns kaum vorstellen können. Und hier wird gesagt, wer diesen Weg zu Ende geht, hat mit diesen Wünschen, mit diesen Zielorientierungen überhaupt nichts mehr zu tun. Nirgend in der Existenz ist etwas, wo er noch Optionen hat, wo er noch Aktien hätte und sagt, die will ich noch mehr ankaufen und da will ich gucken, dass die Aktienkurse steigen. Nichts damit. Aber auch umgekehrt, er hat kein Interesse an Nichtsein. Das ist ja die zweite Seite in uns. Wir wollen einmal, dass die Dinge so und so sind. Und auf der anderen Seite, dass das, was so ist, was uns nicht passt, eben nicht ist. Und im schlimmsten Falle wollen wir nicht da sein. Wenigstens damit endlich Ruhe ist, damit endlich alles mal vorbei ist an dem unsinnigen Zeug, das man dauernd erlebt. Und hier wird gesagt, dass auch das nicht mehr ein Anliegen ist. Auch der Wunsch des Nichtseins ist überstiegen. Und damit seht ihr, welche Dimension der Buddha da angestoßen hat mit seinem Satz. Das sind jetzt 7, 8, 9 Zeilen oder was gewesen. Aber da ist eine Revolution eingepackt in diese wenigen Worte. Und das alles, was ich jetzt ein bisschen aufgeschlüsselt dargestellt habe, was der Buddha so ein bisschen ausgebreitet hat, wird dann praktisch in einer einzigen Eigenschaft nochmal zusammengefasst. Sagt nämlich, das sind Menschen, in die die Wahrnehmungen nicht mehr eindringen. So, das ist der erste Kernausdruck, der in dieser Lehrrede fällt, dass die Wahrnehmungen nicht mehr eindringen. Und bevor wir das uns näher anschauen, müssen wir nochmal rekapitulieren, was wir unter Wahrnehmungen verstehen, damit wir so ein bisschen einen gemeinsamen Sprachschatz haben. Also einfach formuliert, Wahrnehmung ist das, was man von Moment zu Moment erlebt. Was uns jeden Augenblick im Bewusstsein aufkommt. Also die Erfahrungen, die man von Moment zu Moment macht. Oder technisch gesprochen, das, was uns die 5 äußeren Sinne an Daten permanent liefern und der Geist dann zu einem Gesamtbild zusammenfügt. Ganz platt kann man sagen, Sanya, die Wahrnehmung, ist das dauernde Erleben, in dem wir stehen. Sprachlich gesehen heißt Sanya Zusammenwissen. Und der Buddha weist immer wieder darauf hin, dass unsere Wahrnehmung von 2 Grundkomponenten zusammengesetzt ist, die wir dann auch zusammen wissen. Nämlich die Sache selbst, die uns irgendwie auftaucht. Und zweitens die Gefühlskomponente, die mit diesen Dingen jeweils verbunden ist. Also wir erleben nicht irgendwie einfach etwas, sondern wir erleben es immer als schön und hässlich, als angenehm oder unangenehm. Nehmen wir die Seminarsituation. Sagen wir, ach, schönes Wetter, gefällt mir. Das Wochenende habe ich frei, wie schön. Montag muss ich wieder weg, nicht so schön. Der Stuhl ziemlich hart, hoffentlich geht die Stunde rum, ja, ohne dass ich Kreuzschmerzen kriege, sowas. Das sind nur kleine Beispiele, die das zeigen, das passiert dauernd. Es taucht ein Objekt in unserer Wahrnehmung, in unserem Erleben auf und dieses Objekt hat, dieser Gegenstand hat immer die Eigenschaft, eine Gefühlsbewertung, die wir diesem Ding geben. Das nächste ist, dass Wahrnehmungen nicht einfach so aufsteigen und sich dann in Luft und Lust auflösen, sondern diese Wahrnehmungen wirken ja etwas. Sie bewirken etwas und lösen etwas aus. Das heißt, es ist ein Rattenschwanz mit verbunden. Sie ziehen also nicht unbeachtet vorüber, sondern sie tangieren uns, sie beeinflussen uns. Entweder, dass wir uns freuen. Wir freuen uns über schönes Wetter und ärgern uns über schlechtes Wetter. Das heißt, mit jeder Wahrnehmung ist unsere innere Stille, unsere innere Ausgewogenheit, wenn sie denn da ist, irgendwie gestört. Entweder positiv, dann recken wir die Arme in die Höhe oder positiv oder negativ, dann ziehen wir das Gesicht irgendwie nach unten.
Das nächste, was Wahrnehmungen auslösen, sind, dass sie Willensimpulse anstoßen. Ja, denn wir betrachten ja nicht einfach nur die Dinge und sagen, ja, so, jetzt habe ich euch zur Kenntnis genommen, was noch? Sondern die Reaktion in uns heißt ja immer, ich will das eine und will das andere nicht. Dafür sagt der Buddha gewöhnlich Durst. Durst heißt Verlangen des Angenehmen, Wiederholen des Unangenehmen, Wiederholen des Angenehmen und nicht wiederholen oder vermeiden des Unangenehmen. Nicht? Also Durst hat diese zwei Komponenten. Her damit, wenn es schön ist, weg damit. Und wenn man genauer hinguckt, ist jeweils der Gefühlsanteil der Maßstab. Nicht das, was unser Geist sagt, das ist wichtig, das ist unwichtig, das ist gut oder schlecht, sondern der Maßstab ist das Gefühl. Wenn ein angenehmes Gefühl auftaucht, dann ist der Automatismus sofort, bleib da, komm wieder, werde mehr. Wenn ein unangenehmes Gefühl auftaucht, ist der Automatismus immer, bleib weg, werd weniger und komm nie wieder, so ungefähr. Ja? Immer in dieser Kombination Sanya als Zusammenwissen von Objekt und Gefühl. Im Pali gibt es da einen sehr schönen Ausdruck, der heißt Sanya na anusenti. Die Wahrnehmungen lehnen sich nicht an. Ich erkläre es gleich näher und da werdet ihr auch sehen, dass in den unterschiedlichen Übersetzungen jeweils auch unterschiedliche Nuancen in derselben Sache hervorgerufen werden. Also in unserer Übersetzung hieß es, die Wahrnehmungen dringen nicht mehr ein. Das betont den Vorgang, dass etwas, was scheinbar außen ist, nämlich die Objekte der Welt, in uns etwas auslösen, dass sie da Stürme erzeugen, positiv oder negativ, dass wir denken, es ist immer etwas los, wir sind verletzbar, das ist der wichtigste Punkt hier, wir sind verletzbar durch das, was um uns herum geschieht. Deshalb die Übersetzung, Wahrnehmung dringen in uns ein, die bohren. Neumann sagt, dass die Wahrnehmungen nicht anhaften. Das ist auch ein richtiger Aspekt, denn viele Wahrnehmungen lassen uns nicht mehr los. Manches sehen wir, dann rauscht es vorbei, aber vieles lässt uns nicht mehr los, gerade wenn sich das auf der Ebene des Denkens bewegt. Es gibt Gedanken, die möchten wir eigentlich in den Papierkorb werfen, aber sie kommen immer wieder, sie kleben wie eine Klette an uns, wir werden sie nicht los. Das ist das Anhaften. Gerade wenn es um Erinnerungen geht oder auch um Fixierungen, die sich auf die Zukunft beziehen. Fritz sagt, dass die Wahrnehmungen nicht zu Anliegen werden. Auch richtig, aber wieder etwas anderes, weil er jetzt betont, dass Wahrnehmung etwas, was wir zunächst nur passiv aufnehmen, nur passiv erleben, jetzt zu unseren Willens unsere Reaktionsinhalten werden, nicht? Ich mache Pläne daraus. Ich habe ein Anliegen, ja, meine Neigung geht in diese Richtung. Ich bin gar nicht mehr frei, sondern ich bin immer wieder bezogen auf diese Erlebnisse. Und der Kai sagt, dass Wahrnehmungen nicht mehr zugrunde legen. Auch richtig, aber jetzt eine ganz weite Betrachtung, indem er sagt, ja, Wahrnehmung, das ist eigentlich der Kerninhalt unseres Lebens. Wenn wir überlegen, was unser Leben ausmacht, dann ist es eigentlich nie was anderes, als dass Dinge im Erleben auf uns zukommen und wir reagieren. In anderen Worten, ein bisschen philosophisch formuliert, wir sind im Grunde in der Gefangenschaft von Wahrnehmung. Und wissen gar nicht, was das eine Gefangenschaft ist. Und alle die vier Aspekte, die ich genannt habe, aus den vier Übersetzungen, lassen sich alle belegen oder erklären aus dem einen Pali-Wort Anusenti, dieses sich anlegen. Und das seht ihr schon an dem Beispiel, dass die deutschen Übersetzungen gar nicht das wiedergeben können, was in dem Originalwort steht, sondern je nachdem, welcher Übersetzer was hervorholt von den drei, vier Aspekten,
wird jeweils das andere beiseite getan und nicht beachtet. Obwohl alles richtig ist, ist es in sich dann nicht komplett. Wenn man die Grundaussage des Buddha jetzt nochmal in einem Satz zusammenfassen will, kann man sagen, ich bekenne, dass derjenige, der sich meine Lehre zu eigen macht, dass der, der nach ihr praktiziert und das zu Ende führt, frei ist oder frei wird von der Knechtschaft der Wahrnehmung. Das ist jetzt ein bisschen feiner formuliert. Ich versuche es mal jetzt in unsere Alltagssprache zu bringen, dass es uns plastischer wird, was damit gemeint ist. Ich habe mir mal 4 Punkte aufgeschrieben. Wenn man das macht, was der Buddha empfiehlt, kommt man endlich aus der Tretmühle raus. Das war so eine Formulierung. Oder wir werden feststellen, dass wir auf Dauer nicht mehr dem permanenten Ansturm von äußeren Ereignissen ausgeliefert sind. Machen irgendwo einen Cut. Oder man kann sagen, dass wir der Wucht der Erlebnisse, die dauernd auf uns lasten, auf uns eindringen, nicht länger ausgeliefert ist. Oder dass man, anderes Bild, die Kette der permanent auftauchenden Erscheinungen, Wahrnehmungen, Erlebnisse durchschneiden kann, sodass sich dieser Fortsetzungsprozess irgendwann mal stoppen lässt. Das ist das, was der Buddha dem Dandapani gesagt hat, allerdings ohne diesen Einschub, den ich jetzt gemacht habe, sondern Dandapani hat nur diesen einen Kernsatz da gehört. Auf diese Worte senkte der Dandapani den Kopf, zog die Brauen in 3 Stirnfalten in die Höhe und ging auf seinen Spazierstock gestützt davon. Also die Reaktion Dandapanis ist sozusagen physisch ablesbar. Er ist irgendwie konsterniert, ja, irritiert, kein Verständnis für das, was der Mann ihm da sagt. Und er sagt nicht immer was, er antwortet nicht verbal, sondern das, was ihm zur Verfügung steht, ist die Körpersprache. Nicht? In der Übersetzung heißt, er senkte den Kopf, im Pali ist es mehr, er schüttelt den Kopf, nicht zieht die Stirn nicht raus. Und was in der englischen Übersetzung nicht rauskommt, nicht übersetzt ist, da ist noch von einer Zungenbewegung die Rede. Ja? Da weiß man nicht genau, ob er die Zunge im Mund hin und her schiebt, ob er sie rausstreckt oder so, das ist nicht ganz klar. Jedenfalls kann ich mir das gut vorstellen, der hört das, was bekennst du Asket, hört den Satz und sagt, so ungefähr, ja, was ist denn das jetzt, was hat der Mann da? Aber er sagt gar nichts, sondern, komm, lassen, ich wusste schon, wer da sitzt, so ungefähr, also so empfinde ich es. Dann der Panik geht einfach auf den Stock gestützt davon, ja. Nun fragt man sich aber vielleicht, warum hat das der Buddha gemacht? Der Buddha ist ja nicht wirklich doof. Der spricht ja nie umsonst. Und es gibt einen Fall, der ist mir eingefallen, als der Buddha gerade ein Buddha war, gerade Buddha geworden ist, ist er auf dem Weg nach Benares und da trifft er unterwegs einen nackten Asketen, Upako hieß der. Und der fragt ihn auch, wer bist denn du, was lehrst denn du, wer ist denn dein Meister und so. Und der Buddha sagt, ich habe keinen Meister, ich bin sozusagen erwacht, ich bin aus mir selbst erwacht, ich habe die Wahrheit erkannt. Und dieser Upako reagiert genauso, schüttelt den Kopf und sagt, schön wär's, gell, und geht weg. Aber von diesem Upako weiß man, dass das irgendwo einen Impuls gesetzt hat, und später ist dieser Freund Upako in den Orden eingetreten und auch ein Heiliger geworden. Ja? Von den Dandapani weiß man nicht, wie das weitergeht. Ja, das scheint mir die einzige Begegnung im Kanon zu sein, die überliefert ist. Aber das ist mein Empfinden, dass der Buddha da auch schon wusste, da setze ich einen Impuls und wenn der jetzt auch den Kopf schüttelt. Das rumort irgendwie, das macht was mit ihm und irgendwann wird der Junge auch hell und wird sich daran erinnern und wird diesen Weg dann weitergehen. Also, soweit jetzt erstmal zu Dandapani. Das war der Auftakt unserer Lehrrede, wo die ganze Komplexität und Tiefe der Fragestellung zumindest mal angedeutet worden ist.
Nachdem nun der Erhabene gegen Abend die Gedenkensruhe beendet hatte, begab er sich in den Park der Feigenbäume. Dort angelangt, setzte sich der Erhabene auf den dargebotenen Sitz und berichtete nun den Mönchen Wort für Wort das Gespräch, das er mit Dandapani, dem Prinzen, gehabt hatte. Klammeranmerkung. In Pali steht nun des wörtlich wiederholt, nochmal Wort für Wort alles. Hier ist es zusammengerafft in dem Ausdruck, und der Buddha erzählte das nochmal Wort für Wort. Und es kommt ja häufig vor, dass der erwachte Tagesereignisse, die sich so ergeben, nutzt, um in anderen Zusammenhängen seinen Mönchen eine Belehrung zu geben. Und dem Erwachten scheint diese Sache so wichtig gewesen zu sein, dass er sich entschlossen hat, darüber auch zu seinen Mönchen zu sprechen und sie entsprechend zu unterrichten. Da wandte sich nun einer der Mönche an den Erhabenen und sprach: Und wie, Herr, wird der Erhabene in der Welt mit ihren bösen und reinen Geistern, mit den Schulen der Asketen und Priester, der Geister und Menschen durch nichts in der Welt in seinem Frieden gestört? Und wie dringen in den von allen Begierden abgelöst verweilenden, reinen, der kein Fragen mehr kennt, der alle Unruhe abgetan hat, der weder Dasein noch nach Nicht-Dasein verlangt, die Wahrnehmungen nicht mehr ein? Wir merken hier schon eine andere Reaktion. Nicht? Dandapani hat das gehört, Kopf geschüttelt und ist weg. Diese Mönche, zumindest einer, sagt: Hoppla, das habe ich nicht verstanden, aber wie ist es denn? Er zeigt zumindest Interesse. Und das ist ja auch im Kern der Job von denen, die Mönche im Orden des Buddha sind. Sie sind ja zu ihm gegangen, um von ihm etwas zu lernen. Das heißt, es ist eher logisch und zu erwarten, dass dann nachgefragt wird. Es sei denn, die versteht von alleine schon, um was es geht. Und das Zweite, eine feine Nuance. Der Buddha sagte ja anfangs zu Dandapani: Wer das und das bekennt, wird die und die Eigenschaften haben. Und der Mönch weiß sofort, das ist nicht ins Luftleere gesprochen, sondern du, der Buddha, du hast dies offensichtlich. Und deshalb will ich wissen, wie das bei dir ist. Ja? Er weiß, da spricht nicht jemand als Philosoph, der sich was ausgedacht hat, da spricht jemand aus Erfahrung. Und das ist ja immer noch eine ganz andere Sache. Dandapani mag den Eindruck gehabt haben, ach, da hat sich wieder einer was Tolles ausgedacht. Gab's ja noch nicht bisher. Und der weiß aber, wenn der Erwachte darüber spricht und so spricht, dann ist Erfahrung dahinter, dann hat das etwas mit einer erfahrenen Realität zu tun. Und jetzt kommt der nächste Brocken, ne? Wenn die Illusion der gespaltenen Begegnungswahrnehmungen, wodurch auch immer bedingt, an den Menschen herantritt und der Mönch sich nichts aus ihnen macht, sie nicht begrüßt und anerkennt, sie nicht festhalten will, dann endet alle Giergeneigtheit, dann endet alle Abwehrgeneigtheit, dann endet alle Ansichtsgeneigtheit, dann endet alle Unsicherheitsgeneigtheit, dann endet alle Geneigtheit, ich bin zu empfinden, dann endet alle Geneigtheit zum Dasein wollen, dann endet alle Wahngeneigtheit. Dann endet auch Wüten und Blutvergießen, Krieg und Zwietracht, Zank und Streit, Lug und Trug. Dann schwinden alle üblen, unheilsamen Dinge restlos. So sprach der Erhabene. Und nach diesen Worten stand der Willkommene vom Sitz auf und zog sich in das Wohnhaus zurück. Also die nächste harte Nuss eigentlich. Das erste hat man schon nicht verstanden. Und jetzt sagt der Buddha, jetzt erkläre ich euch das und so ist es. Und dann hat man das auch nicht verstanden. Aber daran sieht man auch die unterschiedliche Belehrungsweise des Buddha. Manchmal bringt er solche konzentrierten, kondensierten Sätze, für die, die sie verstanden haben aus früheren Zusammenhängen, für die ist das so eine Wiederholung, so eine Art Crashkurs. Erinnert euch, so und so ist das, ganz konzentriert.
Und für andere ist das mehr so eine Aufgabensammlung für all das, was sie noch nicht verstanden haben. Und so mag das in dieser Schar gewesen sein. Ein Teil hat sicher gedacht, oh ja, tat gut, dass du das nochmal sagst, jetzt ist mir das wieder klar. Ein anderer Teil hat gesagt, ja, was war das? Hast du das verstanden? So war das früher in der Klasse immer. Hast du das verstanden? Nee, ich auch nicht. Da müssen wir nochmal nachfragen. Das ist so ein bisschen die Situation. Und dieser Absatz, auch so 8, 10, 12 Zeilen, da steckt fast die ganze Welt schon drin. Ja? Deshalb lohnt es sich, bitte euch um Aufmerksamkeit. Jetzt nochmal Punkt für Punkt. Wir werden das in der ersten Stunde diesen Absatz nicht schaffen in der ersten Stunde. Aber den ersten Teil, dass wir merken, wie tief die Betrachtung ist, die der Buddha da anstellt. Wir haben bis jetzt besprochen, was Wahrnehmung ist, haben einen allgemeinen Begriff gefasst davon, was Wahrnehmen ist. Wir haben gesagt, das ist Erleben. Und haben gelernt, welches Ergebnis zu erzielen ist, wenn man die spirituelle Praxis auf sich nimmt. Und was der Buddha in diesem Absatz zunächst macht, ist, dass er das, was Wahrnehmung genannt ist, Sanya, jetzt noch einmal präzisiert und genauer ausführt, welche Eigenschaften Wahrnehmungen haben. Wo vorher im Pali Sanya stand, nur Wahrnehmung, heißt es jetzt Papancha Sanya Sankha. Wir brauchen ein bisschen Sprachunterricht. Aber in diesen drei Worten, da ist die halbe Welt schon, die halbe Miete drin. Also er sagt, Wahrnehmung hat die Eigenschaft Papancha. Ich sage das deshalb erstmal in Pali, weil dieses Wort wieder drei unterschiedliche Bedeutungen hat, wo es kein entsprechendes deutsches Wort dafür gibt. Das muss ich jetzt ein bisschen aufschlüsseln. Also wir sind bei Papancha und das ganz wörtlich verstanden heißt es vor dem Fuß. Wir erleben vor dem Fuß. Was heißt das? Wir erleben ich und vor dem Fuß die Welt. Und das ist eine Grundaussage über unsere Erfahrungsweise überhaupt, dass wir immer in einer Polarität zu Hause sind. Hier bin ich, da ist die Welt. Wir leben in einer Erfahrungsweise der Dualität, der Polarität. Wir erleben nie Einheit, wir erleben immer Zweiheit. Wir erleben die Welt vor dem Fuß, gegenüber. Und damit ist auch gesagt, dass wir eine räumliche Erlebnisweise haben. Das klingt jetzt alles so selbstverständlich, aber das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen, dass der so ist. Warum? Weil es ja auch Alternativen dazu gibt, die wir gar nicht kennen. Ich sagte, wir erleben alles räumlich. Guckt hier. Wir erleben manche Sachen hier, manche dort, manche sind nah. Manche sind fern, manche links, manche rechts, manche oben, manche unten. Und unser Körper, das ist die Zentrale, die bestimmt nämlich, wo was ist. Was weit ist, ist weit von diesem Körper entfernt. Was nah ist, ist nah an diesem Körper. Was links ist, hat mit dieser Hand zu tun. Ja, was oben und unten ist, geht von dem Koordinatensystem dieses Körpers aus. Und da merkt ihr an diesem Punkt schon, dass das mit Theorie jetzt wenig zu tun hat, denn hier beschreibt der Buddha unsere Wirklichkeit. Das, was wir in diesem Moment erleben. Nur, dass das so nah ist, so selbstverständlich, so banal zu sein scheint, dass wir das gar nicht zur Kenntnis nehmen. Also diese Eigenschaft Papancha, sagt der Erwachte, kann man transzendieren. Nicht? In den meditativen Erfahrungen der Jhanas ist weder Ich noch Umwelt noch Raum vorhanden. Aber bei dieser Erlebensweise. Nächster Punkt. Nein, gehen wir mal einen Schritt zurück. Der Kernpunkt ist, dass unser Erleben die Spaltung hat
zwischen Ich und Welt. Kernspaltung kann man fast sagen. Damit das Kernproblem der Existenz, dieses Auseinanderfallen von Ich und Welt. Aber Papancha hat eine zweite Bedeutung, meint nämlich Vielfalt, Ausbreitung, Spaltung in tausend Asasa. Und das können wir in unserem Leben auch gut nachvollziehen, wie komplex, wie kompliziert diese Welt ist. Allein wenn wir diesen Raum angucken, ich weiß nicht, wie viel hundert, wie viel tausend Detailteile in dieser Wahrnehmung auftauchen. Und wenn wir unser ganzes Leben zusammennehmen, was da an Vielfaltswust im Laufe der Jahrzehnte an uns vorbeigeströmt ist. Wenn wir dann dazu nehmen, unsere jetzige Lebenssituation mit der elektronischen Welt, in die wir hineingerutscht sind, was es da an Explosion von Vielfalt gibt oder Potenzial von Vielfalt gibt, die uns geradezu totschlägt. Ja? Klingt so einfach, aber der Erwachte sagt, guckt, so ist die Lebenssituation, aber ihr merkt diese Lebenssituation nicht, man muss sie euch sagen, weil ihr die Alternativen nicht kennt. Und wer beispielsweise meditiert, wer das ein bisschen kann oder gut kann, der wird sehen, in welcher Gefangenschaft er im Moment ist. Papancha, dritter Punkt. Alles in diesem einen Wort drin. Papancha heißt auch Illusion. Die beiden Punkte vorher, die können wir nachvollziehen. Dass diese Ich-Welt-Spaltung ist, das muss man uns nur sagen, das sagen wir, ja, sehe ich. Dass Vielfalt ist, können wir auch erkennen. Aber den entscheidenden Punkt von Papancha jetzt sehen wir nicht, dass das, was wir erleben, illusionär ist. Dass das Erscheinungen sind, die etwas anders vorspiegeln, als sie sind. Die Erscheinungen haben eine andere Qualität, als sie uns sozusagen vor Augen stehen. Und das Dumme dabei, das steckt auch in dem Wort noch drin, dass wir auf diese Erscheinungen fixiert sind. Wir sind mit ihnen so verhaftet, so verflochten, dass wir von ihnen gar nicht frei sein können. Und das ist der springende Punkt, dass wir das gerade nicht so leicht nachvollziehen können. Selbst wenn ein Erwachter jetzt kommt oder ich ihn referiere, stellvertretend sagen, Leute, diese Erfahrungswelt, die uns momentan umgibt, die wir produzieren, wo wir drin sind, das ist im Kern eine Illusion. Da sagen wir alle, was ein Blödsinn. Guck doch, da ist doch alles. Nicht? Dieser Stuhl ist doch da, deshalb sehe ich ihn doch. Wir sitzen hier, deshalb sehen wir uns doch, weil wir existieren, weil die Welt existiert, deshalb nehmen wir sie doch wahr. Papancha, Illusion, aber im Moment für uns nicht einsehbar. Und das ist der Punkt, warum der Buddha diese Lehrrede vorträgt, damit wir den Hebel in die Hand bekommen, um aus diesem, ja, zunächst mal aus dieser Behauptung eine Erfahrung machen zu können oder werden lassen zu können. Ich fasse zusammen, wir haben vorhin über Sanya gesprochen und haben dann gesagt, Sanya, Wahrnehmung hat diese Eigenschaft Papancha, die sich unterteilt in diese drei Punkte. Aber wir haben vorhin gehört, dass Wahrnehmung, Sanya, noch eine zweite Eigenschaft hat, die im Pali Sankha heißt. Und dummerweise ist auch das wieder mehrdeutig. Sankha heißt auf der einen Seite Reihe. Und wenn wir unser Erleben betrachten, dann werden wir sehen, dass wir keine statischen Bilder vor uns haben. Wie früher das Testbild im Fernsehen. Konntest du stundenlang angucken, war immer ein Bild. Aber so ist ja unser Leben nicht. Sondern in unserem Leben sind es ja permanente Abfolgen von neuen Bildern. Das wird hier mit Reihe genannt. Das eine kommt, verschwindet, das nächste kommt, verschwindet, das übernächste kommt, verschwindet und dessen Leben lang. Wir können fast sagen, Wahrnehmung hat so etwas Filmartiges,
wo irgendwo ein Projektor rasselt und der projiziert Bild auf Bild auf Bild auf Bild auf Bild, eines nach dem anderen, ohne dass das je zu Ende kommt. Und damit, Leute, ist auch sowas wie Zeitlichkeit in unserem Erleben drin. Wir erleben nicht nur, sondern wir erleben, dass Dinge kommen und gehen, dass es früher gibt, dass es jetzt gibt, dass es später gibt. Dass also unser Leben zu zerfallen scheint in diese drei zeitlichen Ebenen von Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit oder wie der Buddha sagen würde, Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart. Und einen letzten Aspekt von Sankha, dieses Pali-Wort heißt auch Bezeichnung, Name, Benennung. Und auch das ist in unserem Leben nachweisbar, erkennbar, hier und jetzt, dass wir allen Erlebensdingen Namen geben. Wir sagen ja nicht nur, ja? Sondern wir alle haben als Menschen Namen. Wir sagen hier, das sind Blumen, ja, Tulpen, ja, gelbe Tulpen. Gelbe Tulpen in einer Vase. Gelbe Tulpen in einer Vase mit einem Schleier drumherum. Auf einem Boden aus XY. Ja, beleuchtet von Z, betrachtet von den Menschen hier. Es gibt also keine Wahrnehmung, wo der Geist nicht zugleich ein Etikett aufklebt und sagt, du bist das. Das braucht der Geist auch, um die Dinge später identifizieren zu können. Nicht die sprachliche Auseinandersetzung. Braucht diese Namen, um mit den Dingen umzugehen. Man muss sie ja sortieren, man muss sie in Beziehung zueinander setzen, man muss ja irgendwas mit den Dingen anfangen. Und das sind bei Fritz übrigens die berühmten benannten Reihen. Ja, der Fritz hat aus diesem einen Wort Sankha, was Reihe bedeutet und was Bezeichnung bedeutet, dann gesagt, das sind die benannten Reihen. Und die sind vorher abgesondert, Papancha, vor den Fuß gestellt. Ja, und jetzt haben wir die ganze Soße dann vor uns. Und das ist sozusagen das Geniale, das ich in der Buddha-Sprache sehe. An manchen Stellen wird es ganz deutlich. Wenn das heißt bei ihm Purisang Papancha Sanya Sankha Samudacharanti. Steckt in diesem, das sind hier, im Pali sind das drei Worte. Ja, steckt das drin, was in der letzten halben Stunde erklärt. Aber das ist eben so verdichtet, dass das nur jemand aufnehmen kann, der das Sensorium schon dafür entwickelt hat. Wenn es nicht da ist, muss das geschehen, was wir jetzt versuchen, dass wir das so sortieren, dass man die einzelnen Aspekte erstmal erkennt, dass wir uns dann auf den Weg machen, das auch wieder zu erkennen. Das meiste von dem, was ich ja versucht habe darzustellen, kann man ja, wenn man genug Aufmerksamkeit aufbringt, ja auch sehen, dass es tatsächlich so ist. Und ich habe versucht, diese fünf Aspekte waren das ja insgesamt, jetzt mal in eine Sprache zu bringen, wie wird das am Küchentisch oder im Wohnzimmer miteinander bereden würden. Wir würden ja nicht so reden wie der Buddha. Also für mich ist die Quintessenz erstmal folgende. Erstens, ich erlebe mich in einer differenzierten, gegenständlichen Welt von Raum und Zeit. Immer noch kompliziert, aber irgendwie muss man es sagen. Oder dauernd passiert irgendwas Neues. Ständig stürmt etwas anderes auf mich ein. Ich glaube, das kann man ganz gut nachvollziehen. Drittens, den Dingen, Ereignissen, Situationen verpasse ich jeweils Namen und Begriffe. Kann man auch verstehen. Jetzt kommt das Illusionäre. All das gibt es. Ich und Welt sind Wirklichkeit. Und das Letzte, das ist das Dümmste dabei. Und dieser Welt bin ich gefühlsmäßig ausgeliefert. Ja? Also könnte man in kleinem Deutsch sozusagen das zusammenfassen, was in den drei Pali-Worten steht, dann wäre das so eine Möglichkeit, das ein bisschen sich begrifflich zu machen. Und hier haben wir nochmal die Problematik der Übersetzung, weil du kannst dich auf den Kopf stellen, du kriegst es in keiner deutschen Variante so hin. Du müsstest es immer erklären, aber nicht eins zu eins wiedergeben.
Und das will ich nur zur Illustration an dem Beispiel Sanka, das war das zweite, was ich hervorgehoben habe, nochmal anhand der unterschiedlichen Übersetzungen nochmal plausibel machen, wo da die Gewichtsverlagerung ist, weil man das beim Drüberlesen gar nicht so mitkriegt. Also nehmen wir mal die Seminarübersetzung. Da heißt es, wenn die Illusion der gespaltenen Begegnungswahrnehmung an den Menschen herantritt. Da ist der Fokus auf der Illusion. Das Seminar betont, all das, was wir erleben, hat im Kern keine Wirklichkeit. Es ist eine Chimäre, es ist nur ein Bild. Wenn wir den Neumann nehmen, wenn der Sonderheit Wahrnehmungen, wodurch auch immer bedingt, an den Menschen der Reihe nach herantreten. Er sagt denselben Vorgang, aber er betont, dass die Erfahrungen 1, 2, 3, 4 bis 5.000 permanent neu der Reihe nach herankommen. Anderer Aspekt. Nehmen wir den Fritz. Wenn, wodurch auch immer bedingt, benannte Reihen abgesonderter Wahrnehmungen an den Menschen heranströmen. Also hier sagt er, das sind Reihen, aber die sind alle benannt. Alles hat seinen Namen, alles hat seine Kategorie. Und der letzte ist der Kai. Er sagt, Biko, was die Quelle anbelangt, durch welche die Konzepte, die von begrifflichem Ausufern geprägt sind, an einen Menschen herantreten oder ihn bedrängen. Er sagt Konzepte. Das ist mehr auf die geistige Ebene bezogen und hat auch etwas mit Illusionärem zu tun. Denn Konzepte decken sich häufig nicht mit der Wirklichkeit. Also seht an diesen Beispielen, womit man zu kämpfen hat, um die Vielfalt der Sachaussagen, die da genannt sind, in den Kopf zu kriegen, ins Erleben zu kriegen und dann auch das aus den einzelnen Übersetzungen herauszufinden. Jetzt mache ich genau an der Stelle Schluss, damit wir noch ein bisschen Zeit haben, wenigstens soweit nochmal zu besprechen, was wir bisher gehört haben. Aber wir haben im Laufe der Zeit noch genug Austauschmöglichkeiten. Ich will es am Anfang ein bisschen kompakt erstmal bringen, dass man mal das Ganze so in einem Gesamtzusammenhang sieht. Ihr seid dran, wenn ihr nicht erschlagen seid von der M18. Jo. Ich habe erstmal zwei Fragen. Also bei Neumann, das Wort habe ich auch noch gelesen, habe ich jetzt auch noch nicht verstanden. Was meint er jetzt mit Sonderheit? Was ist jetzt das damit gemeint? Ja, Papancha, das kann ich nochmal erklären. Papancha heißt vor dem Fuß, absondern. Hier bin ich, die Welt ist von mir abgesondert. Ja? Es sondert, getrennt. Getrennt, Subjekt, Objekt. Mensch, Welt. Ja? Aber er meint es auch noch psychologischer. Da ist psychologisch noch was dabei, was man am Beispiel mal sehen kann. Wie man Welt absondert. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt 20 Leute, jeder hat ein bisschen anderes Interesse. Der eine interessiert sich für die Blumen, der guckt jetzt da drauf und fängt an zu sondern. Ja, das sind Tulpen, damit unterscheidet er sie von anderen Pflanzen. Ja, er unterscheidet auch von materiellen Gegenständen. Das sind die und die Tulpen, die vielleicht in Amsterdam gezüchtet werden, wenn es ein Fachmann ist. Ja, das heißt, das sind gelbe und weiße Tulpen. Und da seht ihr, was Absondern im Geist bedeutet. Je mehr ich mit dem Geist etwas behandle, mich beschäftige mit etwas, umso mehr hebt sich das aus dem Gesamt der Welt hervor. Das andere ist gar nicht mehr interessant, sondern durch meine Beschäftigung graviere ich das sozusagen heraus. Ich schnitze das aus der Gesamtmöglichkeit von Wahrnehmung raus. Und je intensiver das passiert, umso deutlicher wird mir das. Ja? Dann sage ich, das hat mich so fasziniert, dass ich muss mehr wissen von diesen Blumen. Dann hole ich mir ein Buch und lese, welche Arten es überhaupt gibt. Und dann merke ich, dass Tulpen ja eine Erfindung der Türken waren. Und merke, dass im 16. Jahrhundert, glaube ich, war das, in Holland ein Tulpenwahn ausgebrochen ist, wo man für eine einzelne Tulpen, dann sagt man, Zwiebel, ja,
so viel Geld ausgegeben hat, wie ein Haus kostet hat damals. Dass es damals schon wie heute ökonomische Blasen gab, heute sind es irgendwie Immobilienblasen, damals waren das Tulpenblasen, im wahrsten Sinne des Wortes, waren Blasen, ökonomische, entstanden durch Tulpen. Warum? Weil der Mensch durch die geistige Beschäftigung das erst zu einem Ding gemacht hat. Nicht in der alten Türkei standen die Wildtulpen mal hier und da, da hat sie keiner richtig beachtet, ja. Und in Holland sind sie sozusagen zu einem ökonomischen Problem geworden. Und andere kommen hier rein und stolpern über die Tulpen, fallen richtig drüber weg, weil sie die gar nicht sehen und stürzen sofort auf die Anlage und fummeln, was hat das drauf und wie laut wird das und wo kann ich das reinstecken und was kann ich da mischen. Und schält mit dieser Absonderung die Dinge erst aus der Masse der möglichen Erlebensweise heraus. Das ist der tiefere Sinn davon. Ja, ich hatte nur das Wort Sonderheit, ja. Das mir noch nie im Leben begegnet. Ja. Deswegen, hat er das erfunden oder nee. Das Wort durch? Ja. Du kennst ja das Wort besonders. Das ist sozusagen derselbe Wortstamm. Etwas ist dann besonders, wenn es aus der Masse abgesondert wird, weil es bestimmte Qualitäten hat, die selten sind. Dann nochmal zu dem Wort Samka. Ist es richtig S-A-M-K-A oder S-A-M-K-A? Es gibt beide Varianten. Ja. Ach so. Es gibt beides, es ist dasselbe. Entweder N mit Pünktchen oben oder M. Ja. Ist das auch am Stamm von Samka, weil das ja damit zu tun hat? Nicht? Nee, würde ich erstmal sagen, nein. Okay. Vielleicht bei Adam oder Eva, aber ich könnte es nicht sagen, will nichts Falsches sagen, ob das zusammen. Mag sein. Dann ist mir noch bei der Zoomwinkel, übersetzt ja das mit Konzepte, das Konzepte. Ja. Das wäre einfach Konzepte, da steckt ja auch dieses Zusammenwissen drin, also Lateinisch, wenn man das Lateinisch übersetzt. Basanya. Eine Variante war ja auch, oder eine Übersetzung ist Zusammenwissen eben, dass eben diese Gefühlskomponente und eben das Label dazu kommt. Und richtig, das betrifft Sanya, Wahrnehmung. Sanya, genau. Ja, aber ich habe hier Sankha untersucht. Ja, aber jetzt jetzt meinte ich Sanya. Ja. Entschuldigung, ich meinte Sanya. Mhm. Und da, genau, das, also bei Konzepte. Aber das Wort Konzepte kommt, da geht es um Viskapancha, ne? Sanka, okay. Ja, okay. Ja, dann habe ich das falsch verknüpft. Und dann noch zu diesem Dandapanya, also du hast es ja so aufgefasst, der ist so ein bisschen arrogant oder so. Also ich habe mal bei Hegel gelesen, dass das im alten Indien so ganz normal war, so bei diesen Asketen, da hat man halt gefragt, was verkündest du? Also das war so, wie wir auch fragen, wie geht's dir oder... Und einmal hast du einen Vortrag gehalten über Anna Tapinika, also die erste Begegnung von Anna Tapinika mit Buddha. Und dann hast du gesagt, so ein bisschen abschätzig über ihn, na, die gefragt, wie hast du geschlafen? Niemand soll dir keine bessere Frage. Das fragt er, was verkündest du? Das ist wieder nicht richtig. Also, aber es ist so, für uns ist es, glaube ich, ein bisschen komisch, weil wir fragen ja nicht danach, was verkündest du oder warum glaubst du oder so. Aber damals war das, glaube ich, normal. Ja, ich war da auch ein bisschen vorsichtig. Ich habe ja erwähnt, dass Fritz das anders einschätzt. Und ich muss sagen, wir haben kein wirkliches Gespür für auch Körpersprache und Verhalten vor 2500 Jahren. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, um bestimmte Verhaltensweisen zu deuten. Ich habe das nur abgesetzt von vielen, vielen anderen Begegnungen, die im Pali Canon ja auch geschildert sind. Wenn Menschen zu dem Buddha hingehen, ja, und ihn befragen, dass da eher so eine Haltung von Ehrfurcht ist und von Ehrerbietung und Freundlichkeit. Und bei Dandapani, sag's nochmal, hatte ich den Eindruck, er geht so ein bisschen spazieren, was machen wir heute früh? Ach, guck mal, wir sitzen da, frag den mal, hab eh nichts Besseres zu tun. Ja? Und dann dieses, was bekennt der Asket? Auch wenn da steht, tauschten höfliche und freundliche Worte aus. Das steht überall, das ist so eine Formel, die einfach da mit drin ist. Ja? Und dann auch, wie er geht. Er sagt nicht, oh, das tut mir leid, ich habe kein Wort verstanden. Ja? Er gibt nicht mal eine Antwort, gar keine Reaktion, sondern er sagt, geht einfach.
Ja, also ich empfand das jetzt nicht gerade als feine Schule, aber da brauchen wir uns nicht groß zu unterhalten. Ich kann das nicht mit Sicherheit sagen und habe das auch eher vorsichtig ausgedrückt. Er ist ja auch stehen geblieben. Und normalerweise setzen die sich ja seit der Schmiede erst stehen geblieben, also so über die Empfang. Das empfinden wir als Europäer so. Ich war selbst ein bisschen vorsichtig. Ich habe überlegt, ist das nicht arrogant? Du stehst da am Stock und guckst so runter und sag mal, es geht, was bekennst du? Ja? Aber es gibt andere Lehrreden auch, wo es heißt, und Gottheit XY kam und stand zur Seite. Oder als seine Stiefmutter zu ihm kam und den Orden, Frauenorden sozusagen angemahnt hat, da stand sie auch zur Seite. Also das muss nicht unbedingt eine Unhöflichkeit sein, ja, weil es andere Beispiele gibt, wo man das nicht so deuten müsste. Ja. Magnus war zuerst, ja? Zwei Sachen könnte man auch in etwa sagen. Ein geistiges Eindringen in sinnlich wahrnehmbare Phänomene erschafft Vielfalt. Und das andere, diese Grenze, also vor dem Fuß liegend, dann ist ja die Grenze, sage ich mal, am Körper gesetzt oder an der Körpergrenze. Wenn man jetzt, sage ich mal, nach einer gewissen Entwicklung den Körper betrachtet und sich dem Körper gegenüberstellt, also die Identifikation aufweicht oder auch aufhebt irgendwann, ob das dann sozusagen eine andere Abgrenzung gibt als vor dem Fuß, also dass ich sozusagen diese Grenze nach innen verschieben einzieht. Also zwei Punkte. Das eine ist Sprache und Differenzierung. Mhm. Und das stimmt. Je mehr man sprachlich mit den Dingen umgeht, umso mehr differenziert man. Mhm. Das ist ein Beispiel nochmal, Blumen. Es gibt Leute, die kennen nur Blumen. Das andere gibt es, die kennen Astern und Rosen und Tulpen. Schluss. Und dann gibt es Leute, die kennen alle Gartenblumen Deutschlands und 270 Alpenblumen. Und noch die Varianten, die es in einzelnen Regionen gibt. Also Marin und ich, wir haben mal Schnecken und Muscheln gesammelt. Ja, in vielen, vielen Jahren. Ja, welche Namen man da wusste oder auswendig lernen musste. Oder nicht musste, aber gemacht hat. Und je mehr das passiert ist, umso mehr hat sich die Welt differenziert. Diese Art, so klein, gibt es in Madagaskar, nur in Madagaskar. Die andere Art, auch so klein, gibt es in Madagaskar, aber zwei Inseln weiter, ohne Punkte auf der Unterseite. Was haltet ihr davon? Ja? Und die haben alle unterschiedliche Namen. Und jetzt sind ja Schnecke und Muschel, ist ja nur ein winziges Teil von dem, was man Tiere nennt. Was man Botanik, Fauna nennt, was man Biologie nennt, was man Welt nennt. Aber guckt euch doch mal die Lehrbücher an, ja, Kai nennt das auch manchmal Ausufern, nicht? Papancha ist auch Ausufern ins Uferlose. Man weiß gar nicht mehr, um was es eigentlich geht. Je intensiver man sich beschäftigt, umso mehr merkt man Details, die man benennt, damit auch festigt. Ja, dann sind das keine Blumen mehr, dann sind das Tulpen. Damit ist auch die Realität in einer gewissen Weise geschaffen. Und das sind das die Tulpen XY. Und das Zweite, was du genannt hast, das Papancha im Sinne vor dem Fuß, also das Außen, da hast du das Beispiel genannt, dass das ja variabel ist. Nicht? Wir empfinden uns als bis hierhin gehend auch variabel. Ne? Das ändert sich ja. Aber hier ist sozusagen Schluss, da beginnt die Welt. Warum? Weil wir aus dem Körper gleichsam heraus wahrnehmen. Nicht? Das Auge ist ja hier, aus diesem Auge im Körper schauen wir hinaus und nennen das Welt. Und wenn man nur in der Meditation nach innen geht, dann wird dieser Beobachtungsteil sozusagen zurückgerückt, der eigene Körper wird zum Beobachtungsgegenstand. Und damit ist der Teil von Welt. Das ist ja mit Sinn dieser meditativen Übung, um zu zeigen, dass diese Spaltung Ich-Welt keine existierende, tatsächlich vorhandene ist, sondern eine künstliche, eine geschaffene Welt ist. Und wenn die Aufmerksamkeit, wenn die geistige Absonderung anders läuft, ist auch im Moment eine andere Welt da. Mhm.
Nicht um bei den Brahmas, um das Gegenbeispiel zu nennen, nicht die Brahmas, von denen wird dir gesagt, in allem sich wiedererkennt. Da wird die Unterscheidung Ich-Du immer, immer schwächer, immer mehr eingeebnet und aufgelöst, dass sie am Ende gar nicht mehr ist. Und wie gesagt, in den meditativen Vertiefungen, da fällt in der Erfahrung Ich und Welt völlig weg. Das soll ich gerade sagen, ja? es gibt ja so eine Lehrrede, ich weiß nicht welche, da geht es um diesen Jahrmarkt und um das Dorf und dann wird immer weiter zurückgegangen, bis in den Wald, dann zum Körper. Richtig. Und dann bis zum Indianer irgendwann, ja. Und um diese Entrückung sozusagen einzuleiten. Also ja. Das ist halt genau dieses immer weiter zurücknehmen, zurücktreten. So, eine spirituelle Praxis ist, wenn man so will, diesen Prozess, der ja immer tiefer in die falsche Richtung geht, Schritt für Schritt wieder zurückzunehmen. Also indem man erkennt, was eigentlich los ist, und dann in der Praxis versuchen, diese ja, Dynamik, die sich da im Laufe unseres Lebens aufgebaut hat, langsam wieder einzufangen. Und das ist ja da schon mal, also das, was der Buddha lehrt, da geht es ja, sag ich mal, um ganz, ganz grundsätzliche Dinge. Also man tritt ja, ist ja auch in Mexi dann so am Anfang, dieses immer weiter zurücktreten, immer weiter vom Konkreten weg und vom Detail, bis man, sag ich mal, in so einem Absoluten ist, dass eigentlich alles in einem Begriff eingeordnet ist. Und? Das ist ja sozusagen die gegenteilige Bewegung. So ist es, ja. Das ist die Bewegung Samadhi. Ja, also wenn man das schon mal an der Stelle sagt, Samadhi ist das Gegenteil von Papancha. Papancha heißt immer mehr in die Details, immer mehr in den Raum, immer mehr in die Vielfalt. Und Samadhi, Sam-a-dahati, zusammenfügen, die Dinge wieder einsammeln, zu eins machen, zum Einheitserlebnis kommen. Ja. Und die tiefste Einheitserfahrung ist Nirvana, wo nicht mal eine Erfahrung ist. Ja. Also das ist der Weg, deshalb sagt der Buddha ja auch, ne? Wer das tut, was ich sozusagen vorschlage, der kommt an diesen Punkt, wo all diese Fehlentwicklungen wieder einkassiert sind und der Sack zugemacht ist. Jo. Ich hatte eine Ausbildung, du warst schon früher auf der Zeit, glaube ich, ne? Du warst vorher, ja, stimmt. Wenn man so mit der Brille der Wissenschaftler drauf guckt, könnte man sagen, das, was du eben geschildert hast, ist so eine Art Theorie der Wahrnehmung? Ja. Hat der Buddha die vielleicht irgendwo anders mal ein bisschen mehr ausgeführt? Weil quasi, er hat sie ja quasi in drei Worten zusammengefasst. Ja. Gibt es die irgendwo ein bisschen ausgeführter von ihm oder von einem seiner Jünger? Erst einmal in der dritten Abteilung. Also wir haben so wie ein Nukleus, wo am Anfang das ganz, ganz dicht ist. Dann wird es in dem zweiten Schritt, wo wir jetzt sind, schon ein bisschen ausgeweitet. Sanya, dieser Erfahrungsvorgang, wird näher erklärt, wie die Eigenschaften sind. In der dritten Abteilung werden wir sehen, wie sozusagen die Dynamik ist, wie die Entstehungsgeschichte und die Fortsetzung davon ist. Und die 10.000 Lehrreden, die sonst noch gehalten sind, beleuchten mal das, beleuchten mal das, beleuchten mal das. Ja. Im Grunde sagt der Buddha nichts anderes, wie Erleben entsteht und wie es vergeht. Manchmal analytisch, genau wie hier, und manchmal lebenstechnisch, praktisch, wenn er sagt, Karma. Karma ist nichts anderes. Das und das tun heißt das und das erleben. Gutes tun heißt gutes erleben. Damit kann man leichter was anfangen. Aber im Kern sagt er hier nichts anderes. Er sagt, wie? Karma ist das. Karma. Ja, schon. Ja? Das ist das Gleiche wie das. Das ist, wenn du so willst, Durchschauungssprache, analytische, wissenschaftliche Sprache. Und für den Alltagsgebrauch, ja, gutes Karma, gute Ernte. Schlechtes Karma, schlechte Ernte. Gemischtes Karma, gemischtes Ernten. Kein Karma, kein Wirken, keine Ernte. Das ist für den Hausgebrauch. Kommen wir noch dazu. Gut, dass du das an der Stelle bringst. Ja. So, jetzt Antonia und dann haben wir eine Pause. Wurde hat ja auch gesagt, in diesem tochterlangen Körper ist das ganze Universum enthalten. Ja. Das ist es ja letztendlich. Wir brauchen gar nicht
genauso zu gehen, wir können das in uns beobachten, können es selbst verstehen. Da wird es projiziert. Mhm. Ja? Ich wollte einmal fragen, Asanka, heißt das nicht auch Zahl, Ziffer? Ja, Zahl. Ja. Zahl. Das ist der Triebekörper, ne? Bitte? Kurz. Das ist der Triebekörper, also der damit gemeint ist, in dem die Welt enthalten ist. Also ist ja, das, was an Raga Dosa in diesem Körper sich manifestiert. Genau. Ja. Entschuldigung, was ich verstanden habe, Papancha nach außen und meditieren nach und innen, oder wie? Ja, Samadhi heißt einsamen. Ne? Ja. Die Hühner rennen weg, das ist Papancha. Ja. Die Kinder, du hast zwei Enkel, hast Zwillinge, setz die vor dich hin. Ja. Ja. Papancha ist, der eine rennt in die Ecke und wirft eine Vase um, der andere räumt in dieser Ecke die Schublade aus. Samadhi ist, du holst die wieder zusammen und setzt die wieder hin. Ja. Das Problem der Existenz ist, sie laufen wieder weg. Du holst sie wieder zurück. Und das ist Samsara. Kinder rennen weg, du holst sie wieder. Sie rennen weg, du holst sie wieder. Und Nirvana ist, ein Weg zu finden, dass die Kinder nicht mehr wegrennen. Ja? So, ich war noch nicht ganz fertig. Ach so, Entschuldigung. Ja, ich wollte noch nach zwei Pali-Worten fragen. Oh je, ich habe es befürchtet, ja. Und zwar, dieses, was hier übersetzt ist mit durch nichts in der Welt in seinem Frieden gestört werden kann. Das heißt, der Pali ist ja, dass gestört werden kann, also Loke, Vigaya, Titati. Ja. Das heißt, also Nakenashi heißt ja nicht mit etwas in der Welt. Und dann dieses Vigaya ist das von Vigahati oder also auseinandergehen eigentlich, in zweit dastehen kann. Ja, genau. Ja. Ja. Das ist sozusagen Disharmonie. Disharmonie ist. Ja. Und dann fand ich, das wollte ich mal anmerken, weil das glaube ich später auch noch wichtig wird. Das war mir bisher nicht so klar. Geht in der Übersetzung so ein bisschen, weil es im Abstand steht, verloren. Aber dieses Sanya Nanu Senti, also wie heißt das jetzt? Wahrnehmung lehnt sich nicht an. Ja. Das ist ja dann später der Schlüsselbegriff. Also das ist ja, also Anusenti lehnt sich nicht an, das ist ja dann Anusaya, die Anlehnungen, ja, genau. Die Geneigtheiten. Komm ich auf den Punkt, komm ich, ja. Was später als Substantiv kommt, steht genau. Hier als Verb. Genau. Das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang. Richtig, genau das werde ich nochmal sagen. Wo sich Wahrnehmungen nicht anlegen, entstehen keine Anliegen. Das ist ja eine Vorschau. Und das ist das, was Inge übersetzt hat mit Eindringen.